Sie haben ja schon ein paar Punkte genannt, die sich ändern müssten. Frau Enders, was denken Sie, müsste sich noch ändern, damit der Patient sich wieder wohler fühlt, gut aufgehoben, im Mittelpunkt steht? Ja, ich habe mal gesagt, das war natürlich so, und ich gebe es zu, ein Wahlkampfspruch vor vielen Jahren. Ich halte es für korrekt zu sagen, der größte Fachkräftemangel herrscht in den Ministerien. Damals hatte ich speziell Gesundheitsministerium gemeint. Oder auch, wenn man sieht, dass nur als Beispiel damals eine Verteidigungsministerin neu besetzt wurde, die also bei allem Respekt vor ihrer Person und ihrer Leistung, die eigentlich keine Ahnung, oder andersrum, wo die Bürger einfach das Gefühl hatten, die hat doch gar keine Ahnung davon. Wieso wird diese Frau jetzt eben noch Familienministerin, auf einmal Verteidigungsministerin? Das schwächt zum einen das Vertrauen in die Politik, weil die Bürger sich immer fragen, komisch, wie kommen die Leute dahin auf diese Sessel und so weiter, und was machen die da? Und zum anderen tatsächlich so mein Gedanke, wenn ich eine Arbeit leiste, dann muss ich doch wissen, was ich tue. Merke ich speziell selber auch im Bayerischen Landtag. Viele Menschen haben mich gefragt, ja, Sie sind doch nur Krankenschwester, was wollen Sie überhaupt im Landtag? Und genau das ist es aber. Es gibt tausende medizinische Fachpflegekräfte, und so ein Landtag, der muss doch auch das Spektrum der Bürgerinnen und Bürger abbilden. Genauso muss man auch im Landtag sitzen. Und vielleicht muss ich manchmal die Gesetzesvorlagen zweimal lesen, bis ich wirklich vollumfänglich auch begriffen habe. Aber was bei der Umsetzung im Krankenhaus, beim Pflegepersonal, beim Patienten nicht funktioniert, das sage ich unseren Juristen als erstes, weil ich weiß, wovon ich rede. Und diese Juristen brauche ich dann wieder, aber auch meine Ideen in die richtige Form zu bringen. Ich glaube also wirklich, mehr Fachkompetenz, mehr ganz normaler Sachverstand von den Menschen, die einfach als Hausfrauen zu Hause sind und die Familie pflegen oder die Alten pflegen, die Familie versorgen, über Handwerker, über Lehrerinnen, über ja, Krankenschwestern, Ärzte und natürlich auch Juristen und Politikwissenschaftler. Alles das gehört in Parlamente, und ich denke, gerade auch, weil wir ja heute über Gesundheit und Krankenhaus reden, ein Gesundheitsminister, gerade auf Bundesebene, sollte wissen, wie es in einem Krankenhaus zugeht, wie einem nach vielen Bereitschaftsdiensten und ja, durchgemachten Nächten und frühmorgens gleich weiter, weil wieder jemand ausgefallen ist und so weiter, müde, der Rücken tut weh von der Arbeit. Da gehe ich doch ganz anders in eine Rentendiskussion oder gehe auch ganz anders dran, um zu begreifen, was ich für Gesetze für Krankenhäuser mache. Beste Beispiel ist der, fällt mir jetzt mein Lieblingswort, Fixkostendegressionsabschlag aus dem Krankenhausstrukturgesetz. Völliger Schwachsinn, weil das ist ausschließlich nach wirtschaftlichen Maßstäben gerechnet. Also Beispiel, ein Betrieb bekommt nicht mehr Zuschuss, weil er mehr Produkte produziert, weil die Maschinen hat er ja schon. Die muss er ja nicht noch zusätzlich kaufen, bloß weil er 100 Sachen mehr produziert. Deshalb gibt es dann Abschlag. Und in einem Krankenhaus, aber wissen Sie selber, nur weil jetzt anstatt zwei Grippepatienten oder besser anstatt nur Grippepatienten sich die vielen Corona-Patienten kommen, das macht sich wohl bemerkbar. Und das kann man nicht eins zu eins mit der Wirtschaft vergleichen. Also wirtschaftliches Denken richtig in der Wirtschaft, aber medizinisches und medizinfachliches Denken im Krankenhaus und vor allen Dingen in der Gesundheitspolitik. Deswegen haben wir Sie, Frau Enders. Oh, Sie sind danke. dabei. Herr Dr. Uhmes, Sie sind ja täglich mit Patientinnen und Patienten zusammen, und Ihr Buch heißt Der verlorene Patient. Wie können wir ihn denn wiederfinden? Ja, ich meine, Frau Enders und bei den Kolleginnen haben schon beide interessante Themen angesprochen. Die Industrialisierung unserer Gesundheitswesen, das heißt, laut Menschen, die wirtschaftlich begabt sind, die auch wirklich Know-how haben, das eins zu eins wie eine Produktentwicklung auf die Menschen übertragen, dann ist der Mensch schon verloren. Ich habe doch kein Auto, der in der Garage steht, dessen Motorkaputt ist, den ich zum Kfz-Meister bringe und reparieren lasse und dann sofort auf die A7 losfahre. Nein, der Mensch ist anders. Der Mensch funktioniert anders. Der Mensch hat Gefühle. Der Mensch braucht erstmal das Vertrauen, ja, den aufbauen. Das heißt, die Zeit. Und in unserem
Abrechnungssystem wird die menschliche Nähe, die Beziehung, die man aufbaut, nicht bezahlt. Ich hatte mal mit einem Kollegen von der Wirtschaft gesprochen, wo er dann sagte, naja, man konnte doch die Anamneseerhebung in Fragebogen machen. Das ist doch, da spart noch so viel Zeit. Ich so, naja, würdest du dann irgendwo hingehen und deine Fragenkatalog abgeben und von den Menschen, die du in den paar Sekunden gesehen hast, von denen dich operieren lassen? Naja, ich muss ja schon wissen, wie er ist. Und ja, klar, es kostet Zeit, das Vertrauen zu schenken und die Narkose einzunehmen vor einer großen Operation. Ich glaube, das fehlt. Und genauso wie Veränders auch sagt, wir brauchen Menschen, die auch aktiv im Krankenhaus tätig sind. Ja? Ich möchte in der Politik Menschen sehen, die wirklich mal unmittelbar bei der Patientenversorgung gearbeitet haben. Natürlich brauchen wir Juristen, natürlich brauchen wir ohne Zweifel Menschen, die Ahnung von Wirtschaft haben. Ja, ich habe es nicht. Ja. Aber letztendlich, die Entscheidungsträger müssen unmittelbar wirklich auch in Krankenhäusern gearbeitet haben. Ob die Physiotherapeuten sind oder Krankenschwestern oder Mediziner sind. Ja, das fehlt. Es fehlt, wenn ein Bankkaufmann Entscheidungen über Pflegekraft im Krankenhaus trifft, dann ist es kein Wunder, dass auch seine Äußerungen und seine Entscheidungen auch nicht von Kollegen von der Pflege oder Mediziner ernsthaft wahrgenommen wird. Ja? Und ich glaube, wir müssen wirklich von diesen Abarbeiten wegkommen. Wir müssen gucken, schauen Sie nochmal, die kleinen Häuser, ja, die kommunalen kleinen Häuser, die haben Schwierigkeiten, sich zu finanzieren. Warum? Weil die sind also unglaublich wichtig. Jedes Krankenhaus in kleinen Städten, das ist Lebensqualität, wie Schule, Kirche, wie der Bäcker auch. Ja? Wenn Sie genauer schauen, was unsere Fallpauschalen betrifft, wir haben bestimmte Operationen, wir haben bestimmte Diagnosen, die enorm, enorm gut bezahlt sind. Dass bestimmte private Träger dies sehr attraktiv finden und schöne Krankenhäuser hinstellen, wo alle Patienten, die auch vielleicht in anderen Häusern operiert werden, in diesen Zentren reinlaufen. Und was passiert? Dieses eine Haus spezialisiert sich und kassiert sich das Ganze, ja, ganzen Sahnehäufchen. Und was bleibt übrig für die kleinen Kommunalhäuser, die auch sonntagabend die Notfallversorgung machen müssen? Ja, für die kriegen sie kaum noch Geld. Das heißt, wir haben eine ganz klare Ungleichheit bei der Bezahlung. Ich glaube nicht, und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht einen Cent mehr Geld brauchen. Ich glaube, wir investieren jeden Tag 1 Milliarde Euro in unser Gesundheitssystem, wenn wir tatsächlich nur die notwendigen Diagnostik und die notwendigen Therapie machen brauchten und vielleicht noch ergänzen, grundlegend überlegen und interdisziplinär bei geplanten Eingriffen oder Aufnahme überlegen, was braucht denn dieser Mensch? Ich meine, ich bringe doch nicht mein Auto zum Kfz-Meister und sage, kannst du mal bitte die Reifen wechseln und fahr am nächsten Tag wieder zum Öl wechseln? Nein, ich bringe mein Auto, da wird das Auto komplett saniert, 2 Tage von mir aus später. Das heißt, ich habe nicht jedes Mal diese Anfahrt und Rückfahrt. Das ist ja eine Ressourcenmissbrauch, personell, ja, infrastrukturell, aber auch auf der psychischen Ebene für den Betroffenen, für den Patienten. Und damit ist der verloren, ja. Fallpauschale. Wir können ja nicht 2 Fälle gleichzeitig in einem Aufenthalt abrechnen. Was passiert? Der Patient wird entlassen, wird eine Woche später einbestellt. Dann kommt Fall 2. Ja? Das ist so, als ob ich mein Auto wegbringe und sage, tut mir leid, Herr Umes, ich kann diesmal nur Reifen wechseln. Kommen Sie nächste Woche, dann machen wir das Öl und übernächste Woche machen wir das und dies. Ja? Also das ist die Entwicklung, die wir haben. Und das zeigt ja auch, dass die Fallpauschale enorme Defizite hat, dass dadurch der Patient noch mehr verloren geht als vielleicht vorher. Also ich möchte nicht sagen, dass das System vorher besser war, aber vielleicht ist das aktuelle noch schlechter. Und wir brauchen auch Umverteilung. Warum kann es sein, dass ein großes Konzern, ein Krankenhaus Millionen von Gewinn macht und kleine Häuser, ja, die für die Grundversorgung unverzichtbar sind, Minusgeschäfte machen? Warum kann man nicht einen gewissen Anteil an die Summe wieder in unsere Sozialkasse reinvestieren, um unsere Defizite wieder aufzufüllen? Verstehe ich nicht.